Noch öffnen. Entschuldigung, geht ja nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's Rainbow Six Siege mit Maxa. Moins. Eine Gott, bessere das Runde ist erwarte ich mir ein jetzt, ne? Kaffee. Ja. Der Kaffee Dostrowski ist doch geiles Ding, muss ich sagen. Hey, ich bin Besitzer der Party. Bist du das, ja? Jetzt geht's. Jetzt machen wir richtig Party. Ich wollte gerade sagen, nach 22 Uhr können wir die Musik laut drehen. Okay. ich glaube, mein Nachbar würde mir den Hals umdrehen. Meine auch. Die machen ja die Musik auch laut. Achso, dann ist ja nicht so schlimm. Die haben jetzt richtig auf Karte, weil wir haben jetzt in der Küche ein Radio. Also mit mehreren Boxen in der komplette Küche verteilt. Wenn wir da laut drehen, das ist dann richtig laut. Aber wenn ich koche, meine kleine Runde, JBL Clip 2 nutze, dann kotzt die das schon an, weil die Musik zu laut ist. Ja gut. Das würde ich dann mal nennen Arschkappe, ne? Also ich habe mir jetzt eine neue GBL Box gekauft. Mein Nachbar hasst mich jetzt seitdem auch wie die Pest, weil der Hat Leona gern. irgendwo eine Drohne gehört? Hä? So, jetzt mache ich mir mal absichtlich Schaden. Nur noch Ach, 40 diesmal Sekunden. nicht? So toll. Das Die hier. Drohne der Gegner hat den Ich mache jetzt bloß Biogefahrdruck ein AVS, ich realisiert. verkämpfe mich jetzt nämlich unter den Tisch. Und dann können die mich alle mal. Das heißt, sobald die vom Tisch kommen, genau. Von der Tür kommen, hat sich das erledigt. Bei der Bank immer so, wenn du da beim Haupteingang reingehst, hinten in der Ecke verkämpfen sich immer Gegner. Ja, das ist meistens so. Aber selbst da hat man wieder einen guten Trick, weil man kann ja auch hinten reingehen. Und Ja, dann ich werden die auch weiß. schön überrascht. Aber hier hast du wirklich keine Chance. Wenn du hier unter dem Tisch liegst, bist du einmal ganz gut geschützt. Und zweitens. Okay, von wo kommen denn alle? Ja, gerade in eine Drohne reingefahren. Ich hoffe ja, dass er mich nicht gesehen hat. Nee, ich hab nur mich gesehen. Ich habe die Drohne gerade zerstört. Sehr gut. Der eine wurde markiert. Oh, das ist Sophia. Ich hoffe, die alte Bumsnudel kommt hier um die Ecke. Ah, Valkyrie, geh weg. Das war erstmal Termite. Ich sehe den noch nicht mal, also ich weiß noch nicht mal, ob. Oh, Kacke. Ja, genau, ey. Sophia hat mich gekillt. Ich habe Sophia gekillt. Die hat mich nicht einmal getroffen. Ich habe außer sie mal zwei mitgenommen. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Gut, da kam von der rechten Seite nochmal Twitch an. Dafür kann ich jetzt aber nicht. Ne, ich wüsste. Ihr habt ja gerade gesehen in der Kamera. Da ist er. Da ist er. Eigener Trupp Egal. eliminiert. Er hat so Mission risky gespielt, gescheitert. der Junge. Der hat zu risky gespielt. Aber noch ist ja nichts verloren. Nö. Ich denke mal, ich werde. Dann muss ich Hibana nehmen, weil wir sonst keinen zum Aufbringen haben. Ich kann ja auch. Nee, brauchst du nicht, alles gut. Ich nehme schnell Hibana mit. Wir brauchen ja bloß einen Spotterpunkt, wir werden ja alle eher töten. Ich bin Reicht mal, ja. ich glaube, alle Wände machen die sowieso nicht komplett zu. Ja, deswegen. Du kannst ja durch die verstärkten Wände durch, ich kann durch die unverstärkten Wände durch.
So sieht's nämlich aus. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt ich weiß nicht, ich hoffe, die sind jetzt nicht hier. Ich hoffe, die sind Bahnmuseum. Bitte lass sie Bahnmuseum sein. Also hinten Leserum sind sie nicht. Bahnmuseum sind sie auch nicht. Könnten Zigarrenlounge sein. Die sind Zigarrenlounge. So, noch eine Etage hoch. Ja. Okay, die haben Mute. Ja. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ich bin ins ich hab versucht über seinen Störsender zu fahren, aber es hat nicht so ganz funktioniert, also deswegen. Hey, wir auch ein. Oh Gott. Ich hoffe, die spotten jetzt nicht. Oder picken. Problem ist bloß, ich kann hier am Fenster spotten. Ich sag okay. Nicht dazu. Weil er mich ja auch sehen konnte durch die Glasflaschen, wenn ich die nicht mehr gesehen habe. Ja, er hat mir auch gerade einen Instant-Kopfschuss verpasst. Alles klar. Also, mich hat ja dieser Matti gekillt. Was sind das alles so für Ränge? Möchte einen Rang 25er haben, den Sie. Rang 13. Wir machen dann nochmal die Franzosen-Technik. Kannst du dort spielen oder willst du lieber Rook? Ich nehme lieber Rook. Gut, dann nehme ich ja Doc. Also mit Doc habe ich noch nie so lange, also noch nie so wirklich gespielt gehabt. Weiß, dass er sich selbst wiederbeleben kann, aber mehr auch nicht. Na, und du kannst die anderen halt, ja, das ist sie auch, die anderen auch überlebt. Okay. Dann nehme ich mal hier die P90 oder die MP5. Die MP5 wieder. Okay. Und zwar ist die Franzosentechnik ganz einfach. Sobald du die Westen hingelegt hast, bekommt ja Doc, genauso wie du, du kannst ja auch eine Weste nehmen, kriegen wir beide ja nochmal richtig hart Panzerung. Und man kann, ja, noch länger stehen als alle anderen, sagen wir mal so. Als ein Mann kriegt einen Kopfschuss. Ja, das ist dann halt was anderes. Die Drohne der Gegner hat Biogefahr gut verhindert. Aber sonst überleben wir so gut wie alles. Hallo, Fahrbahn. Achtung, Twitch-Drohne, Twitch-Drohne, Twitch-Drohne. Hä? Will der nicht? Was ist denn los mit dem? 10 Sekunden. Da ist noch eine Weste. Noch 5 Sekunden. Ich hab eh, ne? Die Gegner haben den Biogefahrungsbehälter. Warum haben die ganze Zeit gesichert? Gut, verstehe ich hier überhaupt nicht. Okay, Kapkan hat sich die letzte Weste geschnappt. Sehr gut. Ich denke mal, die werden wieder vor dem Fenster spotten. Na, ich liege hier in dieser Zugding drin. Boah, ja. Okay, die sind oben drüber. Nur aufpassen auf dieses jene Teil. Aber das ist ja nicht gesichert oben. Nein, Jackal hat mich. Jemand hat die Verfolgung aufgenommen. Jemand hat dich im Visier. Deine Identität ist aufgeflogen. Du bist auf ihrem Radar. Komm schon. Magazinwechsel! Du wurdest identifiziert.
Ja, oben springen sie gleich auf. Mal wetten. Das nicht mal gemessert. Hast du den gekillt? Ja. Wir leben noch zwei. Bei mir ist einer. Wo? Hier dahinter. Scheiße. Von wo? Weißt du es? Ach ne, sind Zweier, die sind Bär auf der Seite. Naja, das Ding ist ja, ich habe ja die eine jetzt getötet, es lebt nur noch Jackal. Der war im Raum dahinter. Hier drin, ja? Also ich versuch die mal zu spotten. Ich glaube, die haben die Kamera zerstört. Ja. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Wenn er vorbeikommt, töte ich ihn ja eh. Aber das hört sich an, als ob es auf der linken Seite ist. Im Flur auf der linken Seite. Eine Etage tiefer. So. Ja, da wo du warst, da gerade die Treppe runter auf der linken Seite. Ach so. Ja. Das war ein Inside-Kopfschuss. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ach so, ich hab dir gar nicht zugeguckt. Och, das ist schön. Wenn du? Das war ich. Ich war Doc. Hab schon vergessen? Ja, ich hab gerade Cavera zugeguckt. Und du meintest, ich bleib da mal da, wenn er vorbeikommt, stirbt er. Da ist der Typ auf der Treppe stehen geblieben. Aber war der wirklich gerade auf der linken Seite drin? Ja, der war im Rummel. Ja. Ach so, gut. Da hab ich dir doch geholfen. Ja, um einiges. Und du meintest, ich bleib da mal da stehen. Wenn er vorbeikommt, töte ich ihn ja sowieso. Und da ist dieser Cavera auf der Treppe stehen geblieben. Ich hab dann so geguckt. Und so, hä? Was? Okay. Glücklicher Zufall, ne? Ja. So ein bisschen. Ich habe auch gar nicht auf den Namen geguckt, ob ich dir zugucke. Also, du hast gemerkt, die Franzosentaktik, die hilft komischerweise. Die hilft sogar sehr gut. Ja. Ich hätte den ja auch gekillt, wäre der andere nicht gekommen. Gut gemacht. Biogefahr gut. Naja, ich hätte auch ein bisschen aufpassen können, ehrlich. Hab ich nur leider nicht. Ich muss auch mal. Ist ja egal. Ja, wir haben die Runde gewonnen, ne? Das kann man schon mal behaupten. Deswegen, oh, ja. Aber wir haben ja alles schon gefunden. Auch wieder Cavera. Was wollen die eigentlich immer mit der Vera? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Genau, ich bin ja auf der Spüle, oben drüber, in der Luft. Mit meiner Drohne. Richtig lustig. Weiter zum Standort des Biogefahrguts. Ja. Ich renn auch gleich los. Ich bin nun nicht gerade. So. Jetzt kann ich losrennen. Ich war nämlich gerade anderweitig beschäftigt. Mit mir selbst. Nein. Darf ich die Tür öffnen? Magazin wird geladen! Bitteschön. Danke. Ey, ich hab dich schon gesehen, Junge. Blendgranate wird eingesetzt! Ah, scheiße. Wieder. Und voll selbst geblendet. Ach, das hast du geworfen, ja? Alle mal weg und gucken. Als ist er im Raum neben angegangen. Ah, der wäre zum Glück im Frost. Letzter verbleibender Gegner. Hey, hallo Neo. Hallo! Der ist hier? Cavera! Cavera! Die hat mich voll weggeschlagen! Eigener Trupp hat Gegner. Alles klar. Sie hat gerade den kleinen Schild weggeschlagen.
Wenn du dagegen boxt, dann macht er kurz das Schild für so weg. Ach so, wusste ich ja gar nicht. Also wenn eine Vera kommt, Schild ausklappen. Dann kann sie es nicht wegkloppen, oder Dann wie? kannst du es nicht wegkloppen. Ich würde wieder sagen, Okay. Franzosentaktik, ja? Merke ich mir. Ja, klar. Das merke ich mir. Und verlassen die jetzt alle? Keine Ahnung. Ja. Würde ich sagen, aber ich sehe ganz gut aus mit 8 Kills. Ich hab einen. Ach, warum bist Yay. du so weit unten? Weiß ich nicht, Jufa! weil ich ihn gekillt habe bisher. Achso. Gegner Naja, kommt es ist sicher. immerhin Öffne den immer noch gut. Inkubationsbehälter schützen. Also, ja, leg die doch jetzt aus, Mann. Wechsle Magazine! Wenn Ja, mir ist hier irgendwo der einer Weg. die ganze Zeit vor der Nase rumrennt, kann ich sie nicht auswählen kann. Wir waren das Typisch hier. Valkyrie. Bruder war. Puff. Das war Ja. instant kopflos. So, dadurch, dass die meinen Spotterpunkt jetzt kennen, wo ich bin. Wandverstärkungen werden angebracht. Lass mich da jetzt mal Gegner hinlegen. Ich erwarte die Gegnergefahr dann nicht. gut beendet. Ja, das Problem ist bloß, ich glaube, die erwarten, dass da jetzt jemand liegt. Ja, ich will. Das ist halt das Ding. Also, könntest du es probieren, aber Garantie kann ich dir leider nicht Es geben. bleiben 5 Sekunden. Drohne der Gegner hat den Minenüberfahrgut Gut, so beendet. kann man die Sache natürlich auch lösen. Einfach eine Kontaktdate reingehauen. Drohne will nicht durch Schüsse kaputt gehen, erstmal Kontaktdate. Hilft. Hilft auch. Stacheldraht So, eingesetzt. dann mache ich das hier mal zu. Okay, eine Kamera haben die schon mal zerstört. Wand befestigt! Barrikade So, ich aufgebaut! werde mich mal ein bisschen zurückhalten. Da ist der Dropper. Der Dropper wurde nicht verstärkt, das ist natürlich nicht so cool. Oh, die haben Fuse. Identifiziert. Okay, von da kommt keiner. Aber werden sie von da nicht mehr kommen wahrscheinlich. Ja, da von oben. Ich hab die letzten gemessert. Ich hab die letzten gemessert. Ich hab zwei gemessert. Ja, die kamen alle von oben. Ich hab Hughes Toll. gemessert und ich hab Termite gemessert. Und ich habe 10 Kills. Hey, wir sind letzter Platz. Das ist nicht schlimm. Das ist trotzdem. Wir haben gewonnen. Das ist Ja, immerhin ich gut. weiß. Deswegen, also mach dir mal keinen Kopf. Und wenn du so Ja. weiter mit mir spielst, ne, dann werden wir Profi-League-Meister. Nein, so Ja. weit würde ich es Ich jetzt kann nicht ja sagen, mal aber. Rangspiele spielen. Das würde ich dann das nächste Mal machen, also morgen auf Deutsch. Weil ich würde Okay. dann. Also, ich würde noch eine Runde mit dir machen. Dann muss ich mich auch pennen gehen. Ich habe einen Alpha-Schmeck. Mit 59% ein Alpha-Schmeck. Dann müsstest du mir einfach bloß Bescheid sagen, wenn du dann Hema bist. Dann können wir nochmal weiter aufnehmen. Ich bin den ganzen Tag käme. Achso, ja, stimmt, das ist das. Ja, dann können wir morgen mit dran machen. So. Dann, liebe Leute, machen wir jetzt mal schnell einen Alpha-Schmeck auf und dann machen wir die nächste Runde, würde ich sagen. Ich kann übrigens mein Alpha-Pack kann ich auch noch öffnen. Ist Ja, das mach einfach drin? jetzt ganz schnell, dann. Ja. Öffne das jetzt. Ich hab Lex! Lex! Ich Ich kann es nicht drücke auf öffnen. jetzt öffnen, hat er 2 Minuten, zeigt ihr mir das Alpha-Pack und das war's. Ja, das hat er bei mir jetzt auch gerade gemacht. Nein, machen wir Hatte es ich nach vorhin der schon Runde. so. Machen wir nach der Runde, weil dann haben wir ja 2 Runden und dann können wir loslegen. Oh, da muss ich Jackal nehmen. Aus dem Grund, weil die ganzen Leute da drinnen, also Veras Lieblingsaufenthaltsort ist das da drinnen. Die kann da sich so schön frei bewegen, noch schlimmer als in auf Grenze. Weil hier alles schön verschachtelt ist. Und das ist ein Problem.
ein großes Problem. Das Gute hier bei den Rainbow-Videos ist, das haben ja bestimmt meine Zuschauer auch schon gemerkt, dass man hier einfach nicht schneiden muss. Also auch die Wartezeit hier, das dauert ja nicht allzu sehr lange, das brauchen wir auch nicht rausschneiden wirklich. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Da wird Glas genommen in der Hoffnung, die campen mal wieder in den Fenstern. Okay, ja. Ich hab eigentlich schon mal zwei identifiziert, den dritten identifiziert. Das ist sogar gut, dass du Glas dabei hast, weil du kannst durch die Metallplatten schießen. Da haben wir ein Spotterloch. Mit Glas kannst du durch die Metallplatten schießen? Glas kann durch die Metallplatten schießen. Glas hat, kannst du auch, du kannst auch bestimmt die Map per Residentenflugzeug, nicht wahr? Ja. Wenn du da Glas spielst, kannst du durch die Glasscheibe schießen. Okay. Okay, einer legt sich dahin. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Alles Gute ist. Ah, die haben einen Kackpunkt. Habe ich hier irgendwas zum. Ich ruf kurz an! Ich kann jetzt hier nicht scannen oder irgendwas anderes. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich springe jetzt einfach auf. Platziere Sprengladung. Einen habe ich gesehen, einer ist oben. Ja, jetzt rennt er weg, ey. Nur noch ein Gegner übrig. Ja. Den Behälter sicher. Sicherung des Raumes einstellen. Guck dir das mal an. Guck dir das an, das ist so peinlich. Erstmal bleib ich hängen. Das war jetzt wirklich peinlich. Und was ja auch lustig war, du hast ja gehört, der hat ja gesagt, letzter verbleibender Gegner. Das hat er gesagt, eine Millisekunde bevor ich meinen Typ erschossen habe. Ja gut. Da meinte letzter verbleibender Gegner und ich erschieß meinen Typen. Mit dem Kopfschuss. Weil ich wusste, da oben an dem Punkt ist immer ein Gegner auf der Map. Immer. Ah, weil die alle spawn campen, also dem hier ist eine Karte, die campen, spawn campen sind ja ganz gerne. Nur ja. Auch der Neo rastet da mal ganz, ganz gerne aus. Aber erstmal dahingestellt. es gab hier mal einen Livestream, den ich da mitgemacht habe. Da gab es auch so einen Moment, wo sie alle spawn campt haben und Alter, wie ich ausgepasst hätte. Das war nicht gut für die. Die haben ich hatte mal eine Runde, wo wirklich komplett alle Gegner rausgerannt sind. Alles klar. Oh, ich hoffe, die haben nicht gewonnen. Doch. Oh. Die haben uns alle am Spawnpunkt weggeholt. Das ist blöd, aber gut. Wie gesagt, du bist ja noch Anfänger. Deswegen. Ja. Rainbow lernt man. Es ist so. Ich weiß nicht, wie lange ich allein gebraucht habe, um Rainbow zu kapieren. Das hat auch schon mächtig lange gedauert, aber irgendwann hat man den Dreh raus. Dann merkt man auch, mit welchem man gut spielen kann und welchen nicht. Merkt dann halt auch, inwiefern man wo eingesetzt werden könnte und was man auch. Oh. Danke. Wer war's? Simsy, yeah. Unser Frost war's. Oh. Stimmt, weil ich da die in der Wand zugemacht habe. Ach so, na gut, ja. Na, ich bin, falls das mal nicht so sein sollte, gehe ich einfach an die Leute ran und messer die. Weil dann machst du ja keinen Schaden damit. Und die merken das ja dann halt trotzdem. Also schießen tue ich dann nicht mehr. Also habe ich früher auch gemacht. Okay, eine von meinen Dingen haben sie zerstört. Oh. Ich weiß, wo sie kommen. Ich lade mein Magazin! Das ist gar nicht gut. Ah, auch noch in einem Schild. Ja, gut. Sie steht hier am Fenster. Ja. Und was macht Frost? Nicht.
Lebt die überhaupt noch? Oh, oh Alter. Guck dir das an. Nummer 1. Und Nummer 2. Ja. Frost saß neben dem Typen, als er mich gekillt hat. Weißt du, was das nächste Lustige war? Die sind mit der Drohne reingespottet. Und habe ich mir S? Ich habe mir S gedrückt. Nee, halt doch nicht. Ich habe plus 4. Und die haben mit der Drohne gedroht und haben mich markiert. Und ich habe das aber gesehen. Und dann haben die aber losgeschossen. Und ich habe nur gesehen, dass da markiert wurde. Und deswegen bin ich losgesprintet. Aber der Captain hat das mir gecheckt. Deswegen ist er draufgegangen. Oh, Hilfe. Ich glaube, die Gegner hassen uns. So ein bisschen. Nee, aber jetzt auch wieder oben, einer am Fenster sitzt. Stimmt. Ich denke auch, aber ich denke mal auch, dass wenn sie oben sind, dass die spawn picken werden. Oh, was? Ach, die sind unten. Was für Lappen. Ja. Nein, Spaß. Also die geben sie im... Muss er dazu sagen, ne? Also Ehre dem Ehre gebührt, wie gesagt. Hallo Captain. Und tschüss. So, jetzt... Nein, mich haben sie doch auch jetzt gekriegt. Ich hab meinen Drohnen, Punkt immer hier hinter der Toilette. Weil kein Schwein hinter die Toilette guckt. Ich weiß auch nicht warum. Noch 5 Sekunden. Das Level ist ein Zimsi, ja. Ein 40. Ja, wie gesagt, die geben sich ja alle hier Mühe. Es gibt hier welche, die fangen dann an zu teabaggen. Sehe ich sehr, sehr ungern, muss ich sagen. Weil jeder spielt so gut wie er kann. So, Number 1. Wo bist denn du? Ah, hallo Capcan. Kopfschuss. Ich würde dem ja ganz gerne helfen. Das Problem ist bloß, ich kann nicht. Ja, diesmal ist keiner oben. Ah, das war komplett veraimt. Das muss man gut sagen. Nee, die sind ganz unten. Alle. Das ist eine coole Serie, Kamera. Genau, die kannst du aber auch zerstören. Und zwar musst du an die Seite schießen. An die Seite? Hm? Ja, du musst auch ein Stückchen dran. Kann ich dir nachher mal zeigen. Weil ich denke mal, dass wir die Runde eh verlieren werden. Ja, zeige ich dir gleich. Ich wollte dich gerade mit dem Pokéball bewerfen. Ja. Also so klar, dass ich dann wieder von hinten erschossen werde. Fang, wie die sich jetzt freut, ne? Wie die sich jetzt freut. Die hat 3 Kills. Die hat 3. Ich wollte es nochmal anmerken. Und zwar werde ich jetzt noch... Ach nee, kann ich ja nicht. Nimm mal Frost, bitte. Habe ich nicht. Achso, dann... Maestro ist der einzige, den ich gekauft habe. Achso. Guck ich mal. Wieder hier Franzosen-Taktik machen? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Die, also bei den Gegnern nicht. Und zwar haben die kugelsichere West, die kugelsichere Kamera ist nur von vorne kugelsicher. Wenn man jedoch an die Seite geht und dann an die Seite reinschießt, dann geht's ja kaputt. So. Das haben wir, also wenn wir zocken zum Beispiel und neues Zeug rauskommt, dann probieren wir halt immer alles durch. Und gucken, wie vorteilhaft das ist und wie nicht. Und deswegen. Ja, man kann es halt, wenn man, wie gesagt, wenn man neue Anfänger ist, dann kann man das halt nicht wissen. Sehr klar. Gehst du runter von meinem Sushi? Geht doch. wir sind jetzt Küche. Also, das heißt Küche, Restaurant. Das heißt, die werden wahrscheinlich von der Küche herkommen.
Richte die Schusslinie des AVS gerade. Nur noch 5 Sekunden. Und vom Badezimmer aus. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich bin kein Mensch, der gerne Spawn pickt. Also ich kann, also wenn ich es machen würde, würde ich wahrscheinlich verkacken. Ich wollte wieder durch meine Kamera. Meins. Da ist Monster. Oh, das war ein Kopfschuss. Okay, also den, das war, das muss man hier lassen. Hier kommt keiner. Ne, die sind alle unten. Ja. Da drüben ist einer. Da dürfte noch Ash sein. Oder? Dürfte da Ash sein? Ich weiß es gerade nicht. Ich guck dir einfach mal zu, da hast du Ash gesehen, ne? Gut. Okay, mein AVS hat funktioniert. Sehr gut. Hier ist die Frostwatte gerannt. Nur noch ein Gegner übrig. Der letzte, also die letzte ist Hibana. Wo ist Hibana? Bleib mal drinnen. Den noch einen Weg nach außen? Ja, es gibt mehrere. Das Problem ist bloß, Hibana ist zwar lit, aber ich würde es nicht riskieren. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ah, ich kann sie von hier aus nicht. Okay. Eigener Punkt. Wie ist der neue Gegner? Geht doch. Waren zwar keine 10, aber egal. Ich hab 2. No, siehst du steigerst dich. Ja. Okay, dann werden wir jetzt auch schnell die Alpha Packs öffnen für die anderen. Netten Zuschauer. Also falls du mit weiterhin machen möchtest, also ich nehme auf, du kannst es auch gerne aufnehmen. Also Rainbow ist eigentlich ganz beliebt. Mal gucken. Oh. Dann öffnen wir jetzt mal die Alpha Schmecks. Meinen Trupp mitnehmen. Sehr gut. Müsstest jetzt halt so schnell dann auf Viereck gehen. Im Spielen. Ach ne, hast du schon. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Jetzt öffnen. Jetzt. Ich lasse das jetzt nochmal laden. Jetzt macht das. Und was bekommen wir? Macht das aber noch nicht. Was Normales. Ich will mein Alpha Pack jetzt öffnen. Jetzt öffnen. Jetzt macht das. Ich habe was Ungewöhnliches gekriegt und das sieht kacke aus für Bug. Was krieg ich? Eine Wolf Waffendesign, gewöhnlich. Waffendesign erhältlich für die Kommando vom IQ. Okay. Rüste ich gleich mal aus. Gut. Nämlich IQ. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich bei der nächsten Folge wieder mit Maxe. Entschuldigung. Deutsch ist hier nicht mehr so in die Uhrzeit meins. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.